Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei ESA TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Hier muss man, denke ich, noch mal alles auf den Prüfstand stellen und alles durchkämmen, um die Dokumentation wirklich auf das absolute Minimum zurückzuführen und damit einfach den Pflegekräften mehr Zeit zu geben für die tatsächliche Arbeit. Von meinen Besuchen in den Pflegeheimen her habe ich das durchaus auch immer wieder als Problem gehört, dass einfach überdokumentiert wird. Und ich meine, es wäre wichtiger, sich auf die tatsächliche Pflege zu konzentrieren. ESA 2, Gunt Remmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Also grundsätzlich denke ich mal, gilt hier das Verursacherprinzip. Ich denke auch, dass die Kraftwerksbetreiber hier vorrangig einmal in der Pflicht sind, auch den Rückbau der Kernkraftwerksanlagen vorzunehmen. Absolut untragbar. Ich meine, die Konzerne haben über die Jahrzehnte die Milliardengewinne eingefahren und es war eigentlich ja immer ausgemacht, dass die Konzerne letzten Endes auch dafür verantwortlich sind, wenn die Atomkraftwerke zurückgebaut werden oder mal abgeschaltet werden. Man kann nicht die Gewinne zuerst mitnehmen und dann die Verluste verstaatlichen. Das war's schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei ESA TV.